Na bitte, einen Schritt weiter. Was ist denn? Ich frage mich, ob du überaus diskret bist oder ob diese Mutationen dich jeglicher Neugier beraubt haben. Willst du gar nicht wissen, was passiert ist? Was aus mir wurde, nachdem man mich verstoßen hatte? Natürlich will ich das wissen. Ich hatte nur noch keine Möglichkeit, dich zu fragen. Da du es erwähnst, ich würde gern den Rest hören. Mal sehen. Sie haben dich aus dem Herzogtum eskortiert. Ja, und die Elite der Ritter Toussaints machte nicht Halt. Bis zur Wildnis von Kaeddu. Da ließ sie mich sitzen. Mittellos. In einem zerrissenen Spitzenkleid. Als der Frost begann. Sie nahmen an, irgendwas werde mich schon fressen. Oder dass ich freundlicherweise einfach verhungere. Doch wie üblich habe ich alle enttäuscht. Ich wanderte wochenlang durch die Wälder, grün und blau vor Kälte, kaute Rindenstücke. Schließlich sah ich ein Licht, ein Lager. Es waren Banditen, bärtig, besoffen, blutbesudelt. Ich war sicher, sie würden mich schänden oder umbringen oder beides. Das ist wohl nicht passiert? Damals erfuhr ich, dass Räuber und Mörder bisweilen anständiger sind als Ritter in schimmernder Rüstung. Sie nahmen mich auf. Wir gingen nach Nazair und ich tat, was ich konnte, um es ihnen zu vergelten. Ich legte einen schnellen Aufstieg hin und wurde schließlich Anführerin der ganzen Bande. Nicht schlecht. Vielleicht hättest du bei ihnen bleiben sollen. Vielleicht. Vielleicht hätte ich alles vergessen und ein neues Leben anfangen sollen. Aber weißt du was? Es kam der Tag, da ich dachte, ihr wolltet ein Monster? Ihr sollt ein Monster kriegen. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Sie hat sehr viel durchgemacht und es ist, glaube ich, schlicht und ergreifend einfach Rache. Rache an gewissen Menschen. Du hast was durchgemacht. Durchaus. Derweil meine Schwester sich in Daunenbetten von Barden besteigen ließ. Sie hat dich nicht verstoßen. Das verüble ich ihr auch nicht. Aber dass sie mich vergessen hat. Ihre Schwester. So, genug geschwatzt. Los! Warum steht da hinten mein Pferd mit einem... mit einer Maske in Orange. Hey du. Ein falscher Zahn, ein Korkenzieher und Flaschenverschlüsse, alles Questgegenstände. Nicht verarschen? Wie soll die denn gut sein? So, die drei kleinen Schweinchen. Rapunzel und die Zündelsteine. Jetzt weiß ich, was haben wir denn hier noch so Schönes? Aus der Großmutter. Großmutter, Großmutter. Noch mehr Zaubernahrung. Zaubergold. Ist ja ein Traum. Kann ich das auch bei der Bank eintauschen oder ist das nur Zeugs zum Verkaufen? Was ist das denn? Ach, die rote Bohne. Sieht doch nicht immer so rot aus. Falscher Zahn. Korkenzieher. Flaschenverschlüsse. Mhm. Zauberstaub. Kann an Händler verkauft. Ah, okay. Kann ich nur verkaufen, das Zeug. Ich habe auch noch einen goldenen Löffel, sehe ich gerade. Abgeschlossen. Okay. Kann ich? Hallo? Kann ich? Eine Bohne mehr. Gut gemacht. Also sie ist mir doch durchaus irgendwie sympathisch. Ich... nur keine Ahnung, ob ich jetzt auf dem völlig falschen Weg bin bei ihr. So, warte mal. Ich bin da runtergefallen. Und dann... in die Richtung? Wo ist denn... ist da der See? Da ist der See, ne? Das da sieht seeig aus. Ja, hier ist der See. Da sind die Bremer Stadtmusikanten.
Vier Tiere übereinander. Wie hieß das Märchen noch gleich? Die Blavikner Stadtmusikanten. Hey, hattest du mit Blaviken nicht auch mal was zu tun? Mhm, aber das ist ein ganz anderes Märchen. Ach, hier heißen sie die Blavikner Stadt. Ja gut, die kannst du ja nicht Bremer Stadtmusikanten nennen. Bremen gibt's ja in diesem Universum nicht. Hey. Gerald. Und da heißt es, ich wäre grausam. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Das können die drei kleinen Schweinchen sein. Ich vermute mal, Rapunzel ist in diesem Türmelein da. Sieht nämlich sehr rapunzelig aus. Okay. Habe ich die jetzt umgebracht? Was ist das hier? Ach, hier ist der Hintereingang. Was haben wir denn hier noch so? Hallo, lass mich da ran. Will das mitnehmen? Magische Pilze. Oh, magische Pilze. Ich verstehe. Was haben wir denn hier? Was ist er denn? Beine? In rubinroten Pantoffeln? Aus einem Märchen über einen Zauberer von Ophir. Kennst du vielleicht nicht? Doch, ich kenne den Zauberer von Oz. Ach. Ja, ich verstehe. Hier ist... wie hieß sie denn? Ein Zauberer von Oz. Der hat Mädel gelandet und hat die olle Hexe erschlagen. Aber hier wohnt doch die Oma. Wieso ist denn... von mir aus. Ja, der hat so schnell kein Alkoholproblem mehr, würde ich mal behaupten. Uiuiui. Eieiei. Du siehst sehr plötzlich aus. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Es sieht leicht fehlerhaft aus. Komm, wir zubbeln hier mal ein bisschen durch die Gegend. Ich möchte gerne Dinge sehen. Viele Dinge, mehr Dinge, andere Dinge. Wo war denn irgendwo da hinten war Schloss, wenn ich mich nicht irre, ne? Muss mal wissen, ob wir da auch hin. Bisher müssen wir da ja nicht hin, ne? Aber ich möchte da ehrlich gesagt gerne hin. Mochtest du Anna Henrietta? Du machst wohl Scherze. Ich habe sie angebetet. Meine süße kleine Schwester. So niedlich. Aber als sie mich aus dem Palast geworfen haben, hat sie nicht mal aus dem Fenster geguckt. Vielleicht wusste sie es nicht. Oder sie konnte nicht. Und Amnestie konnte sie mir auch nicht gewähren, als sie gekrönt wurde? Bitte. Vielleicht wurde ihr erzählt, dass du nicht mehr am Leben bist. Was ist denn hier? Wenn ich mal so ganz dämlich fragen darf. Schau mal da in den Bäumen. Ist das eine Art Lager? Ja. Beschützt die Gans, dann sind die goldenen Eier unser. Wer ist er denn? Rotbart, alter Ratte. Hä? Komm schon. Zwerge. Rotbart. Voll die Agro-Zwerge hier. Was ist denn los mit euch? Seid doch nicht so. Aua. Nein. Böser Zwerg. Zeit zu sterben. Aber wozu der Käfig? Eier aus Freilandhaltung sind viel besser. Naja, wo ist der Schlüssel? Ich vermute mal da, wo es so wundervorzüglich glänzt. Die goldene Gans. Guck mal, die spielen hier auch. Gewinnt anscheinend. Okay. Interessant. Hier, hab ihn. Hoffentlich frisst sie mich jetzt nicht gleich. Gern geschehen. Ich glaube, der hat gerade ein Ei gelegt. Das. Schau, sie hat hier ein goldenes Ei gelegt.
Wenn nur alle meine Auftraggeber so großzügig wären. Eine Zauberbohne wäre mir lieber gewesen, aber ich will mich nicht beklagen. Ich habe gerade für irgendwas 225 XP bekommen. Bist du wirklich den ganzen Weg wegen eines Auftrags gekommen? So ist das eben. Das kann ich nicht glauben. Du musst noch einen Grund gehabt haben. Naja, ich hatte mal ein paar idyllische Momente in Beauclair. Vielleicht wollte ein Teil von mir zurückkommen. Oh ja, einmal Toussaint und man hat immer Sehnsucht. Ich habe gerade 225 XP für irgendwas bekommen, womit ich gerade so nichts anfangen kann. Ach guck mal, die Pilze kann ich sogar essen. Die magischen Pilze, haben wir gemerkt. Das Ei. Wo ist es denn? Ei? Ei? Ist das ein Questgegenstand? Da ist die Bohne. Oh, nicht die Bohne. Er hat doch jetzt gerade... Ich habe gerade das olle Kackei eingesteckt. Wieso ist das denn? Wo ist das denn? Und wieso und überhaupt? Hier ist es nicht. Hier ist es auch nicht. Ganz offensichtlich. Warte, ich mache das eben weg. Dann geht das Sternchen nochmal weg. Da ist noch ein Butagen. Da ist noch ein bisschen Zaubergold. Was habe ich denn hier alles? Ach, guck mal, die Chortköder. Ach, das ist Ei. Das ist goldenes Ei, hart gekocht. Sehr. Magischer Gegenstand, ist überhaupt nichts wert und kann ich fressen. Gibt das vielleicht wie die wunderschönen Nüsse, die im Lerit da mal liegen lassen hat? Ich speichere mal und fress mir mal kurz das Ei in den Hals. Einfach nur mal testweise. Verbrauchen. Ja, nice. Ein Fertigkeitenpunkt. Ich hab's geahnt. Sehr schön. So, dann können wir mal... Ach, das war eine Bestie. Mhm. Was ich für große Tatzen habe? Nun ganz einfach. Ich trainiere. Großer böser Wolf. Schön. Der große böse Wolf im Land der tausend Märchen war wie die anderen Einwohner des seltsamen Gefildes von Artorius Vigo nach Motiven aus Volksmärchen erschaffen worden. Einst war er der Spielkamerad der herzoglichen Töchter, der gewisse Szenen mit einem rotkäppigen Mädchen und deren Großmutter spielte, aber so wie das Märchenland allmählich degeneriert war, war auch der Wolf degeneriert und alkoholabhängig. Geralt und Sianna fanden den großen bösen Wolf in schwer verkatertem Zustand und entsprechend kooperationsunwillig vor. Doch unsere Helden brauchten nun mal die Bohne, die der Wolf hatte. Sie zwangen ihn, sein Märchen aufzuführen. Dieses endete, wie es immer geendet hatte. Der große böse Wolf fiel beißend und kratzend den Jäger, gespielt von Geralt an, während seine eigenen Verwundungen fast sofort heilten. Es war unausweichlich, dass der große böse Wolf getötet und aufgeschnitten wurde. Diesmal fanden sich in seinem Bauch jedoch nicht Rotkäppchen und samt Großmutter, sondern eine magische Bohne. Ach, mit Bestienöl. Ich bin jetzt von verfluchtem Wesen ausgegangen. Jetzt wächst Werwolf. Werwölfe sind ja meistens und so. Ja, schön, haben wir einen Erfahrungspunkt bekommen. Finde ich okay. Habe ich mir fast gedacht. Hey, hast du noch eins? Leg mir noch ein Ei. Das sieht schwer nach Grenze aus. Ich versuche da jetzt gar nicht reinzulaufen. Ich will gar nicht wissen, was dann passiert. Vorsicht, Kobolde! Ach, schon wieder? Na, wie lange soll ich noch warten? Geh weg! Einfach mal durchmetzeln wie nichts Gutes. Schnauze blödes Vieh. So. Die ploppen zwar auch durch die Gegend, aber die droppen nichts. Eigentlich gerade noch ein Lager oder wer ist er denn? Und warum riecht sie nach Essen? Wieso? Oh, schau, der Kaiser von Nilfgaard. Er ist gekommen, um mit seinen neuen Kleidern anzugeben. Ach, der Hippie. Hey, du da, du bist nackt. Nur die Weißen sind sie nicht nackt. Meine neuen Kleidung. Zeit zu sterben.
Aua, aua, aua. Hallo? Schnauze, Mistvieh. Du bist auch still. Ruhe, Ruhe, hab ich gesagt. Jetzt hab ich aber genug. Hä? Wen grillst du denn da an? Boah, hier riecht's gerade voll nach Essen. Nicht gut. Wo ist denn jetzt der? Da ist er wieder. Hey, du. Hey, du. Sind sie nicht atemberaubend? Meine neuen Kleider? Einfach umwerfen. Wunderschön. Da kommt die Gans. Mhm. Wer wohnt hier? Nicht die drei Kleinschweinchen auf jeden Fall. Okay. Niemand. Abgeschlossen. Hm. Schade. Was ist denn hier Sachen von Interesse? Hörige Glitzer. Ich höre die Glitzer. Das hört sich auch sehr merkwürdig an, sag ich mal. Wo will er denn hin? Wo ist denn das olle Kackschloss? Ich habe doch irgendwo ein Kackschloss gesehen. Irgendwo hier hinter dem Turm. So, nur mal der Vollständigkeit halber. Wir gucken natürlich auch unter Brücken, falls da Trolle hausen. Hallo, hier irgendwo ein Troll? Kein Troll. Na gut. Wer ist er denn? Ein Drachen. Toterweise. Erkennst du ihn? Es war einmal ein schrecklicher Drache, der Wysima angriff. Nur ein schlauer junger Schuster konnte ihm den Gar ausmachen. Genau. Und immer wieder gibt es Dorftrottel, die es ihm gleich tun wollen. Und ich muss die Fetzen einsammeln. Mhm. Der hat nur eins im Bauch. Ein halb verdautes Schaf, ausgestopft mit Teer und Schwefel. Was sonst? Keine Bohne hier. Ekelt es dich nicht, in verwesendem Aas zu wühlen? Im Vergleich zum Zeugel in der Kanalisation von Wysima. Ach, schon gut. Ich will die Geschichte nicht schon wieder erzählen. Mhm. Was man hier nicht so alles findet unterwegs, ist ja der Hammer. Da bin ich echt ein bisschen hart begeistert von. Wie kommt man denn darauf, sowas zu programmieren, Alter? Und der sieht wenigstens mal aus wie ein Drache, nicht die ganzen anderen Viecher, die wir immer auf die Würmer treffen. Wie kommt man darauf so? Was denn jetzt schon wieder? So, weg mit dem. So, wie viele Kobolde wollen denn hier noch kommen? Und hier vor uns liegen zwei tote Dinge. Ach, waren nur Hasen? Ist Hasen? Ich höre Baulärm. Das werden wahrscheinlich drei kleine Schweinchen sein, die ihre Hütten hier neu aufbauen. Weil da ist nämlich eins zum Beispiel schon mal eingestürzt. Da ebenso. Da hinten Burgruinen. Wo ist denn? Da ist das Schloss. So, lass mich durch. Da will ich hin. Komm aber nicht hin. Das ist voll schön. Ich will da hin. Och man. Ach, der Rattenfänger von Hameln. Ist wahrscheinlich hier nicht der Rattenfänger von Hameln. Hey du. Der ist wie der Kasper von... Der ist wahrscheinlich der Kasper von Kovir. Geh mir doch mal aus dem Weg, Sienna. Kann man auch mit dem nicht quatschen. Holz, Stroh und Stein. Müssen wir jetzt auch wieder den großen bösen Wolf hier alle machen, oder was? Oh, die Häuser der drei kleinen Schweinchen. Du kennst die Geschichte, oder? Wer hat Angst vor dem bösen Wolf?
Sieht aus, als hätte der böse Wolf die ersten beiden Hütten schon weggepustet. Es ist nur noch das Steinhaus übrig. Wir sollten reinschauen. Weißt du noch, was Jos gesagt hat? Eine Bohne liegt im Freien und wird von dreimal niemandem bewacht. Könnte hinkommen. Ich möchte aber gerne die anderen Märchen auch noch abklappern, ehrlich gesagt. Muss ich jetzt Schweine schlachten? Ich meine, wenn die Bohne bewachen, ist das fast schon wahrscheinlich. Oh, guck mal, da ist das Ende des Regenbogens. Da könnte ein Topf voll Gold warten. Ich speichere einmal. Oh, mal gucken, wer da ist. Hier, mach mal auf hier. Hallo? Hallo? Soll ich das Ding jetzt umpusten oder was? Ich will das nicht umpusten. Kann ich nicht anklopfen? Hallo? Hallo? Es leuchtet rot. Ich glaube, ich muss es umpusten. Geh mal aus dem Weg, ich puste es um. Das sind aber mehr Wildschweine als Schweine, oder? Geh weg. Ach was. Wie wird es dir denn gefallen, wenn da einer kommt und dein Haus wegbläst? Das ist auch nicht so gut, oder? Halt mich doch nicht immer alle an hier. Was ist denn los mit euch? Warum seid ihr denn immer so aggro zu mir? Das geht doch nicht. Hallo? Verlieren wir den Nerv. Ist hier nichts? Ja, jetzt kommt halt doch. Hallo? So. Das war Schwein Nummer 1. Weggeebnet. Sind hier echt Schweine schlachten? Willst du mich albern oder was? Aua. Ja, komm her, los. Komm her. So, zur Ruhe im Gebälk. Zauberstaub. So, das eine Eis hier, das ist jetzt Schweinshaxe. Tiefgekühlt. Nee, das hier, wo ist denn das? Wo ist die tiefgekühlte Sache? Hier, keine Ahnung. Und wir haben einen neuen Bestiariumseintrag. Die drei kleinen Schweinchen. Wozu Ziegelsteine? In diesem Klima tut es doch auch eine Strohhütte. Ein kleines Schweinchen. Die drei kleinen Schweinchen sind ein Paradebeispiel für ein sehr betrübliches Phänomen. Sogar authentisch warmherzige Kreaturen bleiben sich selbst überlassen, einem nicht lange freundlich gesonnen. Habe ich gemerkt. Ich meine, könnte auch daran liegen, dass ich deren Haus weggepustet habe. Ich meine, da würde ich auch leicht aggressiv werden, befürchte ich. Und Blaubühne. Hallo. Der große böse Hexer hustete und prustete und schau, eine Bohne. Das gibt's doch nicht. Was gibt es nicht? Du hast tatsächlich Humor. Warum so schockiert? Na, als du hergekommen bist, hast du eine Schnute gezogen und dir irgendwas in den Bart gemurmelt. Und jetzt das? Ein Scherz. Nicht mal ein schlechter. Aber was quatschen wir hier? Es gibt Arbeit. Wir müssen weitersuchen. Ich glaube, es ist falsch, aber ich mag die. Ich mag die und? Wirklich. Gefällt es dir hier? Ja. Ich mag Magie nicht. Illusionen, Portale, all das. Ich traue solchen Sachen. Ein Mann der alten Schule, was? Gefällt mir. So, wir gehen jetzt mal zum Ende des Regenbogens. Gucken mal, was da los ist. Da. Hier ist das. Ach, das Ende ist da hinten. Komm ich da hin? Sieht schwer danach aus. Gibt's hier nichts?
Oh, es riecht hier nach Essen, ey. Ich brech gleich zusammen. 92, 19, 120. Hallo, 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 Baum? Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Ich muss zum Ende des Regenbogens. Es nützt leider nichts. Da wartet bekanntlich ein Topf voll Gold. Und es ruckelt auch schon wieder ein wenig. Oder aber natürlich ein garstiger Leprechaun, der uns gleich in Stücke reißen wird. Da ist er ja. Guck mal an. Hallo? Kobold? Irgendwer? Das kann doch nicht wahr sein. Alter, Level 49. Oh, ein großer böser Panther. Ich wollte nur den Topf von Gold klauen. Der Gold dabei? Hallo? Darf ich mal? Goldfaden, nur immerhin etwas. Kein Gold. Hier ist immerhin das Ende des Regenbogens. Ich weiß gar nicht, wo das andere Ende ist. Ach, das wäre auch zu schön gewesen. Habe ich schon erwähnt, dass es hier nach Essen riecht? Entweder das, oder ich kriege gerade einen... Oder ich habe einen Hirntumor. Eins von beiden. Bin mir da noch nicht ganz sicher, aber ich tippe mal auf Ersteres. Also, dass es hier nach Essen riecht und nicht, dass ich einen Hirntumor habe. Es ist... ziemlich klein hier, wie mir scheint. Hey da, pass doch auf. Meinst du mich? Wo denn? Wer denn? Hallo? Du da? Hey du. Hey da, pass doch auf. Däumelinchen. Ach, die haben ein ganzes Dorf hier. Was ist denn hier los? Werd bekloppt. Da ist sogar eine Tür, in die ich rein theoretisch reingehen könnte. Leider bin ich zu groß. Hallo. Abgeschlossen. Ach, das auch noch. Guck mal, hier sind sogar die Bäume klein. Geil. Das ist geiler Scheiß hier, ehrlich, ey. Das ist einfach nur geiler Scheiß. Hätte gerne eine Map. Darf ich mal? Danke. So, da ist noch ein Häuselein. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, wo ich zuerst hin soll. Kommt er schon wieder? Hast du denn kein Zuhause oder was? Wir gehen mal. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Ich hab mich schon wieder erschrocken gerade. Immer so aufploppen müssen, ist ja mega nervig. Schreckt mich immer total. Hm, hier leuchtet nichts auf. Was haben wir denn hier? Nur seichtes Gewässer, hä? Trägt da ein Tier eine Hose? Eine Ziege trägt eine Hose. Das ist doch nicht wahr. Warte. Der hier sieht irgendwie auffällig aus. Ist er aber wahrscheinlich nicht. Nö. Hey. Geißbock. Mit Hose. Oh, es ist winterlich hier. Okay. Die Musik wird gerade leicht bedrohlich, habe ich das Gefühl. Zündsteine, Zigarren, Pfeifen. Was denn? Aufnehmen. Zauberspiegelscherbe. Was macht es? Kann es nicht essen.
Kann ein Händler verkauft werden, ist ja nicht viel wert. Zauberstaub. Kann ein Händler verkauft werden, okay.